Altmann Schmidt, bekannt durch die Präsenzrepetitorien, hat seine App Jura-Definitionen in Zusammenarbeit mit Repetico komplett überarbeitet. Für 4,49 Euro bekommt ihr die App im App Store. Sie bringt nach kurzem Download über 1800 Definitionen aus dem Zivil-, Straf- und dem öffentlichen Recht mit. Die App ist nicht nur online, sondern auch offline nutzbar. Ein schlankes, schlichtes Design begrüßt euch zur Lernsession. Wie ihr diese gestaltet, bleibt euch überlassen. Ihr könnt jede einzelne Karte alphabetisch geordnet lernen und eine Reise von A bis Z unternehmen. Oder ihr gönnt euch jeden Tag einen 30er-Stapel und lernt dann mit dem integrierten Lernsystem. Kleine Schritte bringen schließlich auch zum Ziel. Oder ihr speichert eure Favoriten und lernt diese, bis sie euch aus den Ohren wieder rauskommen und ihr sie im Schlaf rückwärts aufsagen könnt. Die Favoriten lassen sich schnell finden. Kurz in den Suchbereich gehen, oben das gesuchte Wort eingeben und anschließend auf Favoriten markieren. Schon ist euer Favorit nicht nur eine Runde weiter, sondern ständig verfügbar. Ihr könnt auch eigene Karten ganz einfach anlegen und mit dem eigenen Lernplan lernen. Besonderes Gimmick, ihr könnt euch jede Karte vorlesen lassen und Verweise zu anderen Karten sind einfach anklickbar, damit der Lernprozess nicht unterbrochen wird. Aneignung, Aneignungsabsicht, Paragraphen 242, 249. Zielgerichteter Wille, die Sachsubstanz oder den funktionsspezifischen Sachwert, wenn auch nur vorübergehend, der eigenen Verfügungsgewalt einzuverleiben. Im Namen der Rezensorin ergeht folgendes Urteil. Eine gute kleine App für überall. Wer ohnehin schon gerne mit Smartphone und Co. lernt, der wird sie mögen. Der Preis ist angemessen, schließlich bringt die App jede Menge mit und bietet auch die Möglichkeit, eigene Lernkarteien zu erstellen. In meinem Fall besteht der Bedarf eindeutig nicht mehr, weil ich finde, 1800 Definitionen aus allen Rechtsgebieten, da wird mir wohl kaum eine Karte fehlen. Die Jura-Definitionen-App ist für mich eine gute Ergänzung zu meinen guten, alten, total abgegriffenen Karteikarten.